Hallo, ihr süßen Puppis. Willkommen zur aktuellen Nuttennachlese. Heute war Halbfinale. Mega, 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 mega aufregend. Und bis zur ersten Werbepause, muss ich wirklich sagen, hat man wieder mal gesehen, dass ProSieben eigentlich gar nichts mehr großartig produziert hat. Und die haben es alles nur gefüllt mit unwichtigen, belanglosen Scheiß wie O-Tönen, wo dann die Nutten sagen, oh Mann, ja, und bald ist das Finale und ich bin total aufgeregt und so. Und wer weiß, wer das wird, weil ja nur eine kann und bla bla bla. Team Michalski, die zwei restlichen Nutten, die noch bei ihm sind, durften dann so weiße Klamotten von ihm anprobieren, weil nämlich der finale Walk, der wird halt dann nämlich so total wichtig auch. Und bei Michael Michalski, seine Mode ist ausschließlich weiß. Und auch die Schuhe waren alle weiß. Und dann hat eine Nutte, hat dann ein weißes Kleid getragen und dazu die weißen Schuhe. Und dann hat der Michalski gesagt, ja, aber das ist total gut, das ist total der Kontrast jetzt und so. Nennt man Colorblocking. Thomas Hayo hat dann seine, ich glaube, 4 Nutten hat er noch, in der Modelvilla besucht und wollte halt auch dann Outfits testen. Aber leider sind die Outfits noch nicht angekommen. Da gab es irgendwie Lieferprobleme bei Zalando. Und Thomas Hayo hatte so eine Stylistin an Bord. Die sah aus wie so eine richtig schlimme Heroinabhängige vom Cottbusser Tor. Aber gut, die hat ihren Job gut gemacht. Klamotten waren nicht da. Thomas Hayo war mega enttäuscht. Dann wurden die aber später noch nachgeliefert. Mit so einem ganz kleinen Paket kamen die Drogenabhängige dann an. Und da waren dann die Outfits noch drin. Alle waren total glücklich. So, dann haben sie am Pool irgendwie nochmal Schritt Pose geübt. Damit, weil man es ja seit 10 Folgen noch nicht geübt hat. Und da hat der Thomas Hayo dann gesagt, also sein Walk wird total extrem, weil die machen erst couturige Fashion und dann wechseln die aber mit so einem Switch. Mit so einem Switch wechseln die dann ins Rock'n'Roll. Bin sehr gespannt. Dann war irgendwann, ich weiß nicht genau warum, auf einmal war Heidi da und Heidi saß mit den ganzen Nutten im Auto und alle hatten so auf einmal Hunger und dann sind die zu einem Drive-in Burger-Restaurant gefahren und Heidi hat für alle Nutten schöne Burger bestellt mit so Pommes, mit so schöner Soße drauf. Und Heidi Klum hat sogar vom Burger abgebissen, ja, und sogar einen Pommes gegessen. Und hat natürlich immer gleich, weil ihr Management sagt ja immer, bitte Heidi, zeig dich essend, ja, damit die Leute denken, du bist ein echter Mensch. Und dann hat sie von dem Burger so abgebissen, hat dann so gemacht, so, lecker. Und alle denken ja immer, wir essen immer nur ein Salatblatt mit so einem Stück Hühnerbrust drauf. Nein, das ist viel zu viel, die essen noch weniger. Und ich glaube auch, dass wenn man Heidi Klum essend im Fernsehen sieht, dann ist das nur eine Computeranimation. Dann waren sie alle noch in so einem Shop, da konnte man irgendwie so 3D-Skulpturen kleine von sich machen lassen. Da waren sie alle in so einem 3D-Scanner drin. Wer heute Abend dann ins Finale kommt, bekommt dann auch so eine 3D-Figur von sich. Ganz süße Idee. Und am nächsten Tag startete dann endlich das große, große, große Cosmopolitan Shooting für die Cosmopolitan. Ich bin sehr enttäuscht, weil nämlich diese biestige, blonde, verhärmte Chefredakteurin von der Cosmopolitan gibt es anscheinend nicht mehr. Da ist jetzt so eine kleine, braunhaarige, unscheinbare. Aber gut. Und da sind sie alle total aufgeregt. Und dann kam als seelische Unterstützung für die Nutten, kam dann die Steffi! Steffi war die Gewinnerin von 2014, glaube ich. Vielleicht auch letztes Jahr, man weiß es nicht so genau. Und die Steffi, die ist sehr fett geworden. Und die Steffi, die hat die dann betreut. Hat die betreut und hat die nochmal gesagt, na, bist du aufgeregt? Musst du gar nicht sein, aber du musst immer dran denken, sei du selbst vor der Kamera, aber nicht du. Und dann war Werbung. Eigentlich hat keine der Nutten irgendwie Brüste. Haben junge Frauen heutzutage keine Brust mehr? Also Brüste sind aus.
oder out, je nachdem. Egal. Es war dann mega langweilig. Dann das Lustige war, bei der Elena C. war das, glaube ich, dann sollte die irgendwie so im Wind stehen und dann war so eine Praktikantin wahrscheinlich, die dann unten mit so einem Föhn die Haare dann so angeweht hat und so. Heidi war dann auch natürlich wieder total druff. Die war mega auf Exe. Sie hat dann irgendwie dem Fotografen irgendwie noch die Haare so lustig gestylt und so. Und die Steffi hat Tipps gegeben. Alles wahnsinnig langweilig. So, dann zurück in der Modelvilla. Da hat dann Heidi dann nochmal angekündigt im Off, dass jetzt nochmal so ein emotionaler Moment kommt, weil dann konnten die Nutten dann nochmal mit ihrer Familie am Telefon sprechen. Und die eine, die keine Familie hat, wo nicht die Mutter kommen konnte zum Familienzusammenführungsdingens, der Bruder auch nicht. Und dann später dann die verlorene Katze von der Nachbarin des Straßenpenners dann kam. Die hat dann mit ihrer Mutter gesprochen. Ich glaube ja, dass alle Familienangehörigen an diesem Telefon, das ist alles ein Praktikant, der im Nebenraum sitzt und die ganzen Familienmitglieder spielt. So, und dann war der große Entscheidungswalk nach der Werbepause. Ich muss wirklich sagen, das Team Michael Michalski, die zwei in Weiß, ich fand, die sind super gelaufen, wirklich. Die hatten da auch so tolle Kleider an und der Michael Michalski ist ja mal sehr gut da drin, selber nochmal zu erklären, wie genial er ist, ja. Und der hat dann erklärt, dass ja auch der Kim hat da zu diesem langen Walle-Walle-Kleid halt diese mega Orthopädie-Pumps, mit dieser Riesensohle, die sind, was gerade neuerdings so modern ist, das sieht immer aus, als ob, wenn so Menschen so Schuhe tragen, die unterschiedlich lange Beine haben. Ich finde, so sehen diese Schuhe aus. Und dann sind die auch nochmal gelaufen, die vier Schwarzen, so rockig und so. Und Heidi war mega begeistert. Die hat gequietscht die ganze Zeit vor Begeisterung und hat ihre Hände zusammengeklatscht und war also mega aufgeregt. Und dann waren sie alle hinten und alle haben sich mega lieb. Und dann hat sie dann ihre 3D-Puppen rausgeholt. Die standen dann alle vorne auf so einem kleinen Tischchen. Und dann kam als erste die Kim raus und die Heidi hat gesagt, Kim, also das sich so weiterentwickelt und du hast wirklich so eine Reise auch mit uns gemacht und also du bist die Erste fürs Finale, hat sie ihre 3D-Puppe bekommen, Freude, Freude, Schreiküsschen, muah, muah und dann war Werbung. Lara ist raus. Lara ist die mit dem Mund. Ich habe heute zum ersten Mal ihren Namen gelernt. Heidi hat dann ihre 3D-Figur sofort an der Wand zerschmissen und zertreten und Thomas Hayo und Michael Michalski haben es durch die Nase eingezogen. Lara war natürlich mega traurig und alle haben sie total getröstet und so und haben gesagt, Mann, aber dass du raus bist, hätte ich nie gedacht, weil du bist doch viel schöner als wir alle zusammen, aber irgendwie halt auch total hässlich und dann auch dieser Mund auch die ganze Zeit und so. Und ja, und sie war halt auch ein Profi-Wacklerin, die hat 5-mal gewackelt. Dann habe ich mir aufgeschrieben, ich mache mir so kleine Notizen auf meinem iPhone. Leider gibt es eine Autokorrektur und hier steht, Data ist weiter. Jetzt weiß ich nicht genau, wer Data ist, weil das ist wahrscheinlich auch ein Wort mit 4 Buchstaben. Und Elena C. ist auch weiter, die Tochter von Mathieu Carrière. Da hat Heidi ganz streng noch gefragt, Elena, möchtest du Schauspielerin sein oder Model sein? Und da hat sie gesagt, ich möchte gerne Model sein, weil Schauspielen gefällt mir nicht, aber Model, das ist mir das Wichtigste auf der ganzen Welt. So, dann nach der Werbepause war die große Entscheidung zwischen der Prollschlampe und dieser anderen. Das ist, glaube ich, die mit den geglätteten, krausen Haaren war das jetzt, glaube ich. Die Prollschlampe hat dann nochmal, musste dann mal sagen, warum soll sie denn, also warum hat sie das Zeug dafür, auf das Cover der Cosmopolitan zu kommen und Germany's Next Topmodel zu werden, hat die Prollschlampe dann gesagt, ja, und ich würde es halt auch voll gerne irgendwie für meine Mutter halt auch gewinnen und so, weil letztes Jahr wurde unser Haus angezündet. Es war alles total schlimm. Dann hat die Redaktion von ProSieben sofort Material von diesem angezündeten Haus irgendwie anscheinend gefunden, hat das dann gleich gesendet. Heidi dachte sich so, oh Gott, war das nicht das Haus, was ich letztes Jahr angezündet habe? Aber das hat sie natürlich nicht gesagt. Und diese Geschichte war natürlich völlig irrelevant für das Weiterkommen bei GNTM, aber sie ist natürlich weiter, weil sie muss ja das Haus wieder aufbauen. So, sie zurück im Backstage, sie ist mega, mega glücklich. Und dann war noch die mit den krausen geglätteten Haaren.
Die heißt, glaube ich, Shania Shakira. Und haben sie alles ganz spannend gemacht. Und die ist aber auch weiter. Und dann ist sie im Finale. Und und das war's dann auch schon. Und nächste Woche freue ich mich schon sehr auf das große Finale auf Mallorca. Bis dann, ihr süßen Mäuse. Edit mich auf Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram, Google Plus und YouTube und Snapchat. Bis dann. Bye. Sharing is caring.